Jetzt ist die Film- und Fernseharbeit dran. Die hattest du vorher ja schon mal angerissen und du warst ja schon ganz früh dabei und hast ganz viele Fernsehspiele und Filme mit dem Hohensteiner Kasper gespielt und später auch auf eigene Faust mit Hohensteiner Vergangenheit und Hohensteiner Kollege, aber unter ganz anderem Label. Ja, zum Beispiel den Hasen Cäsar. Ne? Ein Filmausschnitt. Ja gut, machen wir einen Filmausschnitt. Ja. Wartesendung, 1969, glaube ich, war die. Da stand vor 1970, die wurde wiederholt, glaube ich. Da konnte man sehen, wie wir in die Realität gegangen sind. Also das erste waren die Märchenrat mit Kasper und René, das war noch im Studio ganz viel. Und dann der erste Film war das, wo der Peter René Körner den Kasper in Hamburg besucht und dann auch in der Werkstatt in Fußbüttel, da war damals die Hohensteiner Werkstatt, umguckt, da war eine kurze Geschichte. Und dann haben wir fast jedes Jahr einen Spielfilm gemacht. Also Kasper und René in Prag, in Helsinki, in Tokio, in verschiedenen Städten. Und dieser hier, die Weihnachtswartesendung, war eine Extrasendung, die war 90 Minuten lang, glaube ich. Aber ein ganz, ganz lange, ganz langer Film, wo alle Figuren auftauchten. Da wurden zwischendurch immer noch kleine Einspieler, also andere Kinderfilme, Zeichentrick und was der Teufel, was alles, wurde immer zwischengeschnitten. Ja, weil diese Sendung insgesamt 3 Stunden war. Genau. Ja, das guckten da was Kinder. Ich habe es gesehen. Ja. Großer Begeisterung. Die Kinder gehören dazu, ja. Ja. Ja, und aus dieser Zeit ist auch die Figur Hase Cäsar entstanden. Jetzt wolltest du mich fragen, wie das gekommen ist zum Hasen Cäsar. Genau. Und Cäsar hat ja in diesem Film auch mitgespielt. Da hast du im Prinzip sowohl den Wuschel als auch den Cäsar gespielt, gleichzeitig. Ja, die haben sich unterhalten, glaube ich, nicht beide. Genau. Ja. Also im Fernsehen war ich der Wuschel, im Märchenrat mit Kasper und René. Und der Cäsar hatte eine eigene Sendereihe, die nichts mehr mit dem Hohensteiner zu tun hatte. Und wie es dazu kam, das ist eine hübsche Geschichte. Mögen Sie noch hören? Ja. Hat einer nie gesagt? Wer kennt die wahrscheinlich schon? Wir zeichneten auf im Studio L in Köln Märchenrat mit Kasper und René und es war hoher Besuch angesagt, nämlich der Intendant des WDR, damals Klaus von Bismarck, und der Hauptabteilungsleiter und der zuständige Redakteur. Und als die ins Studio reinkam in einer Pause, der Cäsar spielte mit irgendwas im Märchenrat, weiß ich nicht mehr, tauchte er mal auf, habe ich den Cäsar auf die Hand genommen, bin hinter der Dekoration aufgetaucht mit ihm und habe den Intendanten angemacht. Und die Hierarchin erstarb. Guckte ängstlich auf Klaus von Bismarck, der reagierte. Und der antwortete dem Cäsar. Und das war ein sehr lustiger Dialog, so 5-6 Minuten lang. Und er lachte sehr, und dann lachten die beiden auch, recht. Die lachten sehr dann. Die lachten viel mehr als er. Was sie nicht wussten, war, dass Klaus von Bismarck die Hohensteiner kannte. Und der hat den Jugendhof Foto geleitet, bevor er Intendant wurde, nach dem Krieg. Und daher kannte er die Hohensteiner, und daher kannte ich ihn auch. Und der wusste, mit Puppe umzugehen aus der Zeit. Das wussten die aber auch nicht. Das haben wir ihr noch nie verraten. Die waren sehr überrascht, dass die Puppe den duzte und der die Puppen duzte. Das völlig selbstverständlich war. Die beiden Redakteure waren so begeistert, die Hierarchen, dass sie beschlossen, noch in Anwesenheit des Fernsehdirektors, des Intendanten, dass der Cäsar noch eine eigene Sendereihe bekommen müsste. Ja, das ist ein Teller der Karriere. Und dann haben wir angefangen, was zu entwickeln, so verschiedene Geschichten ausprobiert. So 4 kleine Sachen, mal in der Ferien, mal wollte er Fernsehansager werden. Das war alles nicht so das Richtige. Und dann haben wir geguckt, in einer Sendung wollte er aber Schlagersänger werden. Da war ein Schlagersänger, der damals populär war, Sven Jensen, mit drin. Und da haben die zusammen am Klavier ein Lied improvisiert, der Cäsar und er. Und das hat Spaß gemacht.
allen Beteiligten. Weißt du noch, wie sie hieß? Ich weiß es noch. Einrederhose braucht keine Bügelfalte. Sie braucht noch Hosenträger, um sich dran festzuhalten. Eine Lederhose. So war das. Ja, ja. Und dann haben wir der Güte Fähring gesagt, probier doch mal, ob du mit dem Cäsar, das war der Redakteur, Disc-Jockey sein kannst im Fernsehen. Disc-Jockey im Fernsehen. Bisschen merkwürdig, dachte ich, aber warum nicht? Und dann haben wir erfunden, ein Tonstudio und einen Toningenieur. Das war der Komiker und Schauspieler, der Schauspieler aus Köln, der Arno Börke. Der spielte den Toningenieur. Und der Cäsar und die beiden haben dann Schlager auseinandergenommen. Also wirklich genommen. Und sich über Schlager lustig gemacht. Und also damals gab es ein Udo Jürgens, das hieß, was ich nicht sagen kann, sagt mein Klavier, da hat mir lauter Klavier aufgebaut. Der eine redete nicht mehr mit dem anderen. Also wir haben die ein bisschen kassifiziert, die Schlager. Was dazu führte, dass der damalige Präsident der GEMA mir einen Brief schrieb, ich war GEMA-Mitglied, das Autor, und mir damit drohte, mich auszuschließen aus der GEMA, weil ich mich mit dem deutschen Schlager lustig mache. In der Sendung. Darum habe ich zurückgeschrieben, in Ordnung. Ab der nächsten Sendung werden wir nur noch ausländische Schlager spielen. So schnell habe ich noch nie jemand zurückrudern sehen. Ich war dann völlig in Ordnung, man müsste ja auch sich lustig machen können über eigene Texte und so. Ja, das war der Cäsar. Und mit dem haben wir viele Folgen produziert. Und etliche Prominenzler hattet ihr doch auch zu Gast. Ich ja. weiß noch, wie sie noch keiner kannte, Erna Struve, Joy Fleming, ja. Joy and the Hit Kids hießen die damals ja. noch. Ja, Joy and the Hit Kids, dann ja. war Paul Kikun drin. Ja. Dann war. Pumpernickel war dabei. Pumpernickel war dabei, Bill Ramsey war dabei, ja. Es waren immer jeweils Gäste noch. Mel Football war dabei. Mel Football war dabei als Geräuschemacher, ja. Ja, waren viele. Wir haben jetzt gesagt, wir haben 78 Folgen gemacht. Und als ich dann zum NDR ging, da war es zwar die freiberufliche Zeit und 71 fragte der NDR, ob ich das Kinderprogramm übernehmen wollte. Und dann dachte ich ganz naiv, um die Schulden. Kannst du am Einsender machen, was du sonst so an verschiedenen machst. Ich hatte keine Ahnung von Hierarchie, ich hatte keine Ahnung von Administration. Und meine Frau wird sich noch erinnern, dass ich die ersten 3 Jahre häufig so gut geheult habe, weil ich habe viele Sachen nicht begriffen. Ich habe es der Schreibmaschine geschrieben, was meine Sekretärin. Ich sollte Briefe diktieren, die ich selber schreiben konnte. Es dauerte eine Zeit, bis ich das begriffen hatte. Und dass 50% der Zeit aufgewandt wird, um den Spülen anderer zu sehen, war mir auch fremd. Also es war eine Umstellung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss Administration lernen, das habe ich dann auch gelernt. Und in der ersten Zeit, als ich das Kinderprogramm gemacht hatte, habe ich auch noch selber gespielt. Nicht, weil ich das nicht lassen konnte, sondern weil der Etat so gering war, dass ich es einfach machen musste. Und da entstand Dr. H.C. Cäsar, das war eine Beratungssendung, da war der Arno Sprechstundenhilfe von Cäsar. Und die haben irgendwelchen Blödsinn gemacht. Dann entstand M.V. Michael, das war ein alter Hase Cäsar. Dann entstand Zumba-Quatsch, das populärste Serie damals. Ich glaube, das waren sie. Maxi van der Minigern fuhr vor, Kleinkinderprogramm. Mit Stefan Wolfgang habe ich angefangen. Das sind so die Wesentlichen, die wir gemacht haben. Ja. Der Wolf und die Frau? Der Wolf und die Frau mit Wolf. Es gab auch ein paar so zwischendurch. Ja. Ja, ja. Ja. Jetzt haben wir so viel über Cäsar geredet. Hast du ihn denn zufällig eventuell eingebracht? Der Cäsar steht in München im Museum. Und hinter Glas. Und da sind all die Fernsehgruppen von mir. Und da guckt er jeden Tag die Besucher an. Hat er auch mal Freitag? Ja. Ja. Ich glaube, heute Abend wäre es ein weniger langweilig ja. als hinter Glas. Ich glaube ja. Oh ja, mal gucken. Cäsar, bist du das oder habe ich nachher Luzi? Das ist tatsächlich. Cäsar, soll ich mal aufziehen? So. Hey, wisst ihr, wer ich bin? Ja. Ja, wer denn?
Ja, was? Brutus bin ich eben nicht. Das war mein kleiner Bruder und der existiert gar nicht mehr. Ja, ich bin der Hase Caesar. Der mutige und starke Hase Caesar. Hm? Eins der ältesten Stofftiere des deutschen Fernsehens. Ja. Tja, guckt euch nur genau an, womit eure Kinder zufrieden waren. Ja, ich hab da mal... Arno? Ist der Arno eigentlich hier? Arno! Aber Caesar, du weißt doch, dass der Arno gar nicht mehr unter uns weilt. Stimmt, stimmt. Arno ist schon längst gestorben. Ja, der ist schon begraben. Hm. Es war traurig, als er gestorben war. Ich war bei der Beerdigung. Hä? Und durfte nicht singen. Nee, aber nachher, als wir zusammengesessen haben, da durfte ich Quatsch machen. Hä? Aber vorher nicht. Mhm. Aber du, hör mal, du kannst doch jetzt auch mal so tun, als wenn du der Arno wärst, nicht? Versuchen können wir es ja. Ja, also das heißt einfach mir antworten. Ich brauche nämlich einen Partner, den ich anspielen kann. Ja, mach mal. Ja, mache ich ja schon die ganze Zeit. Hä? Das ist nämlich das Allerwichtigste, wenn du im Fernsehen auftrittst, dass der nicht nur einfach in die Kamera... Da hat's geblitzt. Dass du nicht einfach in die Kamera quatscht, weil das ist ganz schnell ganz langweilig. Sondern du brauchst einen Partner, mit dem du dich unterhalten kannst. Hä? Du, unterhalte dich mal mit mir. Ja, sag mal, Caesar. Hä? Du hast doch so eine schöne Stimme. Eine schöne Stimme? Mhm. Und du hast doch auch mal so ein schönes Lied gesungen. Ach du meine Güte. Ich glaube, hier sind noch ein paar, die sich an das Lied erinnern. Ich weiß es auch noch, wie es ging. Wir singen mit. Das ist freundlich, dass ihr das macht, weil der da unter mir, der singt das jetzt 2 Oktaven tiefer als ich früher. Das macht das, weil er hat das vor 50 Jahren gesungen. Da kam er noch höher. Aber wenn wir es alle zusammen machen, geht es vielleicht. Ich bin Caesar, der Mutti. Na, was ist denn mit euch? Ich bin Caesar, der mutige Hase. Ich bin Caesar, der mutige. Also mutige Hasen seid ihr nicht, nee. Nee. Richtig mutige Hasen seid ihr überhaupt nicht. Oder da ist noch ein Tier. Habe ich. Also nicht, dass ich Angst hätte, aber... Bitte? Dein Gesprächspartner. Nee, das ist eine andere Sorte von Tier und ich bin vorsichtig, ich bin nicht ängstlich, ich bin, also tschüss.